Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zum Landwirtschaftssimulator 2013 im Multiplayer. Wieder mit David zusammen. Ja, servus. Ja, und was haben wir gemacht? Wir haben noch ein bisschen rumgegrubert, ackert und angesät. Und ja, quasi nichts groß Weltbewegendes. Deswegen haben wir mal wieder ein gutes Stündchen gespielt, ohne aufzunehmen, weil ganz einfach nichts anderes passiert ist, außer dass wir unsere drei Felder bestellt und geerntet haben. So, ich habe nebenbei noch ein paar Aufträge mit dem Frontlader gemacht, deswegen haben wir auch etwas mehr Geld zur Verfügung, wie in dem Part davor. Waren so ca. 20.000. Und ja, warum nehmen wir auf? Und zwar folgendes ist passiert. Wir haben 200.000 Körnermais im Lager. Ihr seht schon, der David lädt schon ein. Und wir haben gerade eine große Nachfrage in der Gaststätte für Körnermais reingekriegt. Und zwar eine ordentliche, nämlich das zweifache 1.000 für Körnermais. 1.034, um genau zu sein. Ja, was gibt's sonst noch? Wir haben einige Mods runtergeladen. Wir sind ehrlich, wir sind mal ein bisschen fremd gegangen und haben bei LS Networks auf der Seite mal geguckt. Und haben uns da auch mal ein, zwei Mods runtergeladen, um einfach zu sehen, ob das jetzt sinnvoll wäre oder ob da ein paar sinnvolle dabei sind oder nicht. Und ja, ich denke mal, wir haben ein, zwei gefunden. Wir schauen uns die nachher gleich nochmal zusammen an. Und ja, was ist sonst noch so? Was ist unser Vorhaben? Wie geht's weiter? Das nächste, was wir auf jeden Fall tun wollen... Felderkauf. Ist genau, Felderkauf. So, Timer gestartet. Ja, wir wollen auf jeden Fall neue Felder kaufen. Das steht schon mal fest. Und zwar die gleich neben unserem Bauernhof. Das ist Feld Nummer 17, 18 und 19. Und das werden die nächsten sein, die dran glauben müssen. So, aber was werden wir jetzt tun? Wir werden natürlich erstmal... Oder David, du fährst ja gerade Mais weg. Ich fahr gerade Mais weg, ja. Ich könnte dich dabei unterstützen oder genau. Ich könnte die Mods vorstellen. Du könntest mich unterstützen oder die Mods vorstellen, das ist richtig, wie du willst. Ja, okay, dann stelle ich mal fix die Mods vor und unterstütze dich danach. So, ist ja auch eigentlich keine große Geschichte. Wir haben uns mal runtergeladen und zwar den John Deere 8360R. Der hat eine Nennleistung von 395 PS und kostet 55 am Tag Unterhaltskosten. Das ist auf jeden Fall sehr gut. Das ist eine Menge Leistung für wenig Geld am Tag. Aber dafür kostet er auch 278.000. Ich finde schön, dass man John Deere dabei ist. Dadurch, dass bei Landwirtschaftssimulator 2013 John Deere als Marke gar nicht vertreten ist. So, unser ATV kennt ihr schon. Dann haben wir noch den 7810. Das ist ein Traktor, der hat uns eigentlich ganz gut gefallen. Das Problem ist nur, der kostet leider nur 4.000. Für uns dadurch uninteressant, weil wenn wir das möchten, können wir unseren Bauernhof jetzt schon mal mit guten 20 dieser Traktoren ausrüsten. Genau. So, und dann können wir das in ein paar Parts hier beenden, weil das ist Blödsinn. So. Deswegen, den werden wir wieder runterhauen. Wir haben mal getestet, wir haben mal gekauft. Ist nicht schlecht, kann man nicht sagen, aber ist auch kein variables Frontgewicht möglich, nur das, was er dran hat und deswegen, naja. So, hier haben wir den John Deere 7530 Premium, der hat zwischen 180 und 220 PS, der sieht ziemlich wuchtig aus, ist aber nicht der größte und kostet 95.000, das ist etwas günstig, finde ich, aber... Eigentlich noch okay. Es ist ein Traktor, wir werden uns einen davon auf jeden Fall mal kaufen und mal ausprobieren. So. Genau. Und dann haben wir noch einen Agroliner 50. So, der hat 50 Tonnen, was er zuladen kann. Ihr seht schon, ganz normaler Anhänger vorne mit Dolly. Ja, mit Dolly, genau. Also ihr braucht den Dolly, weil es ist ja ein Auflieger. Und ja, den haben wir uns noch runtergeladen, der kostet 44.000, ist auch recht günstig, aber eigentlich noch okay, deswegen werden wir den behalten. So, für den 7530, wir erinnern uns, das war der hier unten gewesen, haben wir noch zwei Radsätze, und zwar einmal die Premium-Zwillingsreifen links und einmal rechts. So, wir wissen nicht genau, ob das jetzt die Doppelbereifung für links und rechts ist oder ob das jetzt die irgendwas anderes ist. Ich gehe mal davon aus, dass es eventuell die Doppelbereifung ist. Oder die Pflegebereifung. Kann auch sein. Aber das wissen wir nicht. Nee, aber bald. So, aber bald.
Gewichte gibt's nichts Neues. Dann haben wir hier noch einen Ballenloader. Haben wir noch nicht ausprobiert. Müssen wir auch mal schauen, ob das überhaupt funktioniert, weil irgendwie, ich weiß nicht, ich glaube, wir werden sehen. Wir werden einfach mal ausprobieren. So, wenn er nicht funktioniert, fliegt er natürlich gleich wieder runter. So, hier ist noch was Neues dazugekommen, und zwar ein Großflächengruber. Ja, das ist ein Aufsattelgruber und leistungsstarker Schlepper wird benötigt mit Minimum 1,5 Tonnen Frontgewicht. So, empfohlen ist der Case IH Steiger oder der Quadrac. Also ihr seht schon, dafür braucht man eine ordentliche Ansage, wenn man das Ding bewegen will, aber bei 17 Meter Arbeitsbreite, glaube ich, kein Wunder. So, 83.000 ist auch okay, ist... Bei mir kann immer alles etwas teurer sein, aber naja, egal. So, so, die zwei Anhänger kennt ihr schon. Und dann haben wir hier noch den Glas Lexikon... Den Glas Lexion 550. Wir haben hier ein Nachschlagewerk von Glas uns runtergeladen. Nein, der Lexion 550 natürlich. Hat einen Korntankinhalt von 9600. Das ist mehr wie alle, die wir uns kaufen können. So, 350 am Tag kostet natürlich einiges. So, und 220.000 Anschaffungen. Ist ein recht günstiger Drescher. Weil, der David hat den schon getestet, wir hier in unserem Multiplayer haben noch nicht getestet, ich selber habe ihn auch noch nicht getestet. Aber der David hat ihn in seinem Karrierespiel schon getestet und er hat gesagt, ey, lass uns einen Drescher, den wir besitzen, verkaufen und sofort diesen kaufen, weil der ist so gut und so überzeugend. Also das optisch geiler als die Deutz, die wir hier haben. Der kann auch mehr, man kann mehr einstellen, zum Beispiel hinten den... den Auswurf, sage ich jetzt mal, entweder häckseln oder Schwaden ablegen. Ja, das ist halt ein großer Vorteil, weil wenn ihr keine Schwaden wollt, wenn ihr keinen Bock habt, den Mist erst einzusammeln oder sonst irgendwie oder zerpressen oder keine Ahnung, dann stellt ihr hinten um, wird die Scheiße gehäckselt, verteilt sich auf dem Feld und Ende im Gelände liegt der Mist nicht rum und genau. Sieht dazu noch scheiße aus. So, ja, 220.000. Ist ein guter Preis, ist gebraucht. Ja, genau. Ist gebraucht, von daher ist das voll okay. Werden wir auf jeden Fall kaufen. Gibt's gar keine Frage. Und wahrscheinlich nicht nur einen. So. Genau. Wir haben wieder einen Auftrag, den lehnen wir erstmal ab, weil wir müssen den David unterstützen. Na gut, jetzt bräuchte ich den Traktor hier gerade. Na gut, abhängen, Motor starten, Bitty Blatsch und auf geht der Peter. So. Eine Frage, hattest du in die zwei kleinen Felder schon gedüngt? Ja. Hat er. Hat er gemacht. Hat er gemacht. Ich hab's mir anders überlegt. Ich lass den doch ansehen. Zack, Raps, auf geht's. So, der ist voll. Verdammt Axt, verdammt Axt, verdammt Axt. Mähdrescher voll. Ja. So, ich brauche ja. Hänger. Wo sind die Hänger? Am Hühnerstall. Ah, super. So. Schnappen wir uns erstmal die zwei Hänger. Zack, das hier ein bisschen hoch machen noch. So, ja, ihr seht's. Wir werden auf jeden Fall unseren ganzen Mais jetzt verkaufen und dann werden wir da hinten die Felder kaufen. Weil wir haben hier noch einen Mähdrescher stehen. Den kennt ihr ja auch schon zum Maishäckseln. Wir haben noch die Sämaschine für Mais. Und... Ja, den kleinen Traktor haben wir auch noch. Deswegen müssen wir mal schauen. So, einen Gruber haben wir auch. Und da werden wir da hinten mal hier. So richtig krasse Maisproduktion anbauen hier, ey. Hey, hier. Hey, yo, hier. So. Ah, falsche Seite. Gewicht brauchen wir bei zwei Anhängern und 40 Tonnen. Das schafft er sonst nicht mit der Achse vorne. Da war es das mit Lenken. Upsala. So, Gewicht dran. Und ihr seht, da sind wir auch gleich um einiges schneller. Was wollte ich noch sagen? Ja, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. So, der seht schön an. Wie viel haben wir denn noch im Lager? Lohnt sich, dass ich noch mithelfe? Oh, 140. 140.
Da kann ich ja auf jeden Fall mal eine Fuhre mit wegfahren. So. Mach mal Fille hier. Und zwar ein bisschen zackig. Ich mach mal auf Echtzeit. Weil unser Feld ist ja hier schon komplett fertig. Genau. So. Sehr gut. Der macht weiter. Wir laden den Mist gleich wieder aus. Hauen da Mais rein. Und ballern mal zur Gaststätte. Ach ja, so, sehr gut. Ihr seht, es geht auf jeden Fall voran. Es kommen immer neue Geräte dazu, logischerweise, weil alles andere wäre etwas blödsinnig. Und ja, mal schauen, da steht der David. Vielleicht wartet er ja, wenn wir Glück haben. Wie schnell fährst du mit dem Hänger voll? Na, 40. 40, na, dann brauchst du mir nicht warten. Na, obwohl, doch, 40 schaffe ich auch. Oh, verdammte Axt. Mach leer, das Ding. So, der letzte ist es, wa? Ja. So, die AIDA läuft gerade in den Hafen ein. Na komm, zack, die ersten 20. Und nochmal 20, bitte. So, ich bin voll, auf geht's. Ja, sehr schön. 80 Tonnen Mais begeben sich zu seinem neuen Besitzer. Auch nicht schlecht. Ja, 34 schaffe ich nur. Oh, verdammt. Das sag mal. Ja, du stehst mir hier im Weg ein wenig mit meiner Gabel. So, jetzt bist du weg. Aber da ich ja der Kurvenfuchs bin, bin ich sowieso eher da wie du. Ah, oh, verdammte Axt. Kurvenfuchs. Ja, die blöden Hänger sind... Ah, oh, ich weiß. Kurvendachs, Junge. Der scheiß Hänger ist hängen geblieben. Ja, genau. An der Bordsteinkante. So. Licht brauchen wir keins. Ist noch hellsatt. So, 14.38 Uhr ist es bei uns hier im Landwirtschaftssimulator. Das stimmt nicht ganz, weil bei uns ist es jetzt 17.02 Uhr schon. Und wir haben wieder den wunderschönen Freitag. Freitag. Ich liebe Freitag. Ach. Ja, es könnte jeden Tag Freitag sein. Definitiv. 12:30 Uhr Feierabend und auf Wiedersehen. Mhm. Ja. Aber es gibt ein... dieses Wochenende wird zwar genauso entspannt für mich wie jedes andere, hoffe ich zumindest, weil ich habe Bereitschaft dieses Wochenende. Ja, David lacht, es ist so. Ich habe ein Diensthandy bekommen, dies muss ich mit nach Hause nehmen und muss quasi erreichbar sein. Ja, jetzt ist mir nur gerade was eingefallen. Das Diensthandy müsste schon seit 2 Stunden an sein. Weil meine Bereitschaft gibt Freitag 15 Uhr. Okay, na gut, das macht nichts. Ich. Ja, das macht nichts. David ist leer hier, so, zack. Wir fahren jetzt hier drauf. Da muss ich das Handy gleich mal machen. Das habe ich total vergessen. So, hier können wir Stereo abladen. Das ist richtig cool. Ja. Und das rasselt mal schön im Geldbeutel, wa? Mhm. Geile Scheiße. Wie viel hast du? Oder? So. 85. 85. Ja, da haben wir schon wieder geschmeidige 210. Wahnsinn. 220 fast. Das ist ja schon wieder der Mähdrescher. So, wie viel sind jetzt noch im Tank? 60, ne? Moment. Ich warte. Ah, verklickt. 62. 62. So, hier klingelt gerade mein Timer. Ach, ich dachte, das ist für mein Handy. Nee,
Das ist aus. nein, ist es nicht, um Gottes Willen. Ja, das heißt, dieser Part ist erstmal am Ende. Im nächsten Part fahren wir den restlichen Mais noch weg und dann gehen wir shopping, shopping, dann gehen wir shopping, shopping. Ja, da werden wir erstmal schön einkaufen gehen. Das ist ja wie die Frauen im Schuhladen oder bei Zalando ist das bei uns beim Landmaschinenhändler. Ah! Selber gerade machen. Aber willst du auch gerade machen? Ja. Cool. Ah! Ja, gut. Also wie gesagt, im nächsten Part werden wir auf jeden Fall einkaufen, neue Maschinen uns zulegen und mal gucken, was es wird. Ach, und die Felder natürlich, die werden wir auch noch kaufen. So, aber die springen ja, so wie es bis jetzt aussieht, dicker aus. Na gut, Jungs und Mädels, schön, dass ihr wieder dabei wart. Schaut auf den Kanal vorbei, abonniert vielleicht. Oder was heißt denn immer vielleicht eigentlich? Abonniert! Da gibt es gar keine Diskussion. Jeder, der abonniert, kriegt vom David 5 Euro. David, ich bräuchte jetzt deine Einverständniserklärung. David! Ich war gerade weg, was? Ich sag, jeder, der abonniert, kriegt von dir 5 Euro. Ich war gerade weg, was? Okay, da hängt die Schallplatte. Na gut, wie gesagt, das war's erstmal. Wir machen im nächsten Part weiter und ihr seid wieder mit dabei. Bis dahin, tschüss! Tschüss!